Besondere Ereignisse erfordern manchmal eben auch einen besonderen runden Tisch. Hier sitzt zusammen, was zusammengehört. Panini Tauschbörse im Kinopolis in Koblenz seit der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko wirft das italienische Unternehmen Panini zu jeder WM ein Sammelalbum auf den Markt. Übrigens 9 Jahre nach dem ersten Panini-Sammelalbum überhaupt. Damals 1961 mit italienischen Fußballmannschaften. Wer braucht denn sowas? Jetzt also ist wieder WM, es wird wieder fleißig gesammelt und auf der Zielgeraden dann auch getauscht. Denn wer will nicht sein Sammelalbum vollbekommen? So wie Stefan und Ben aus Mülheim-Kärlich. Als sie zur Tauschbörse kamen, fehlten nur noch 17 von 640 Aufklebern und sie wurden schnell fündig. Wie viel fehlen bei euch noch? Jetzt noch 16 Bilder. Das heißt, ihr habt einen gefunden? Jetzt haben wir einen neuen, genau, jetzt noch 16 Bilder. Ja. Wer war das? Welches Land? Guck mal, Ben. Schweiz. Tirou, Schweiz. Jetzt haben wir Schweiz voll. Ja. Auf dem Weg zum vollen Album gab's von der RZ eine Tüte mit 5 Klebebildern geschenkt. Ben und Stefan checken die Lage. Die 184? Nee. 391? Sind das für dich nur noch Nummern oder sind das auch noch Namen? Du guckst nur noch nach Nummern, oder? Ja, nur noch nach Nummern. So groß die Faszination am Anfang auch ist, da freut man sich beim Öffnen der ersten Tüten über große Namen wie Messi, Ronaldo oder Müller. Am Ende sind es eben nur noch Nummern. Hauptsache Heft ist voll. Ob der schlechteste von Iran oder Messi oder Ronaldo drauf ist, ist eigentlich egal. Wer nicht mehr viele braucht, der hat nur noch ganz selten einen Treffer. Ben zum Beispiel hatte schon mal Pech. Nix dabei. Immerhin konnte er noch fleißig tauschen. Am Ende fehlt nur noch eine Handvoll. Die nächste Tüte geht an Lina. Lina, wie war die Ausbeute bisher? Also, den Messi, das weiß ich, dass wir den schon haben. Den weiß ich auch, dass wir den haben. Den auch und den auch. Nur der letzte weiß ich nicht. Messi zu viel zu haben, ist auch blöd, ne? Ja, also wir haben den jetzt schon ganz oft doppelt. 5 Aufkleber, kein Treffer. Experten haben ausgerechnet, dass man 4.505 Panini-Aufkleber kaufen muss, um die 640 Felder zu füllen. Macht schlappe 540,60 €. Dann doch lieber tauschen. Und sich nicht beim Kauf über die vielen Doppelten ärgern. Wobei, einen Versuch haben wir noch. Auch Lena schenken wir eine Tüte Panini-Bilder. Aus Deutschland würde ich gerne den Boateng, weil mein Cousin braucht den. Der würde mir ganz viele Sticker dafür geben. Okay. Los geht's. Also den habe ich schon. Welches Land? Wer ist das? Ich glaube Argentinien und Griechenland habe ich auch schon alles. Kroatien, da bin ich mir nicht so sicher. Bei dem weiß ich nicht und der ist aus Portugal und den habe ich schon. Am Ende wieder kein Treffer. Aber deshalb kommen sie ja auch zur Tauschbörse. Mama Andrea etwa mit den Töchtern Lina und Paula. Der Papa ist Fußballfan und somit die Töchter dann automatisch auch. Und vor 4 Jahren haben wir auch schon gesammelt bei der WM. Deshalb. Volles Album damals? Ja. Und wie damals auf dem Schulhof, einen Angeber gibt es immer, der ein volles Panini-Heft dabei hat. Diesmal waren wir es. Ja, sieht schon cool aus, fanden die Jungs und Mädels bei der Tauschbörse. Panini bietet übrigens schon Nachdrucke an. Bei Deutschland etwa kann man Hövedes und Großkreuz nachbestellen für Schmelzer und Reuß. Und die können dann wie früher auf dem Schulhof getauscht werden. Denkste, an manchen Schulen, berichten die Kinder, wurde es verboten, Panini-Bilder zu tauschen. Selbst in den Pausen. Früher war eben doch alles besser. Kleiner Tipp für alle, die noch Lücken im Heft haben. Noch bis zum Ende der WM wird jeden Montag um 19 Uhr im Kinopolis Koblenz fleißig getauscht. Übrigens auch Superstars wie der Italiener Andrea Pirlo sammeln angeblich fleißig Panini-Bilder. Man munkelt allerdings, er sammelt nur Bilder von sich selbst.